So, dann... Was? Ich wollte gerade sagen, so, dann versuchen wir mal das Chaos hier in den Griff zu bekommen, aber anscheinend hat das Neuladen von dem Spielstand das Ganze beseitigt. Also da ist jetzt kein roter Punkt mehr drüber, sondern so ein komisch grün-gelber. Und die Zwerge können schlafen, das ist das Allerwichtigste. Eigentlich hätte ich nämlich als nächstes versucht, das Totem abzureißen, nochmal zu bauen und die Tür zu drehen. Das soll nämlich auch gehen, also dass die Tür nicht hier steht, sondern da. So, aber jetzt, was macht ihr beiden? Ihr beiden... Wilde Zwerg, geh schlafen. Geh schlafen. Hast doch hier ein Portal, bitteschön. Wie jetzt? Die wollten eigentlich schlafen, hatten aber keine Lust zu Fuß zu gehen und warten jetzt, bis das Portal kommt. Ja. Was mit dir? Du geh auch schlafen. Und du? Genau, flieh vor dem bösen Käfer. Du geh schlafen. Ihr sollt alle verdammt nochmal schlafen. Also bis auf du, du hast schön viele Lebenspunkte. Du gräbst, du schläfst, du schläfst, du schläfst, du schläfst, du schläfst, du... Okay, wir sollten definitiv in einem Doppelgeschwindigkeitsmodus weitermachen. Weil bis die jetzt alle wieder hochgeheilt sind, das kann eine Weile dauern. Nee, nichts da abbauen. Was machen wir denn mal? Also wir haben eine halbe Stunde, bis der nächste Angriff kommt. Nacht bricht rein, das ist nicht zu verhindern. Wir sollten unserem Komfort arbeiten. Also die Zwerge regenerieren wohl schneller, je glücklicher dieser Totem hier ist. Das heißt... Ziegel. Kohle, Wasser und Ton haben wir alles nicht. Silberachs. Wie viel Silber haben wir? Oh. Wir haben viel Silber. So. Du brauchst eine Schmiede. Was? You need to build a Schmiede to craft that item. Ja, okay. Schaden 6, Holzfällen 3. Wie ging eine Schmiede? Braucht bestimmt Stein und Kohle und eventuell noch irgendwas anderes. Steinerner Herd, Feuerstelle. Puh. Bringst du schon Komfort? Ja. Na gut, wir brauchen erstmal mehr Platz. So. Das kann alles ausgegraben werden. So, ein Herz haben schon mal, das ist gut. So, noch ein Tipp aus den Kommentaren war, den ganzen Dreck zu ersetzen durch Holzwände. Die bringen zwar nicht um den Komfort, aber es wächst kein Efeu mehr drauf. Und dadurch sparen wir uns Arbeitszeit. Ziegelzaun. Ein Ziegelzaun, der Gegner verlangsamt. Braucht Schmiede, ja, okay. Können wir denn schon Holzwände bauen? Holz waren 3 Stück. Aber auch man ganz schön viel Holz. Ersetze Erde, ersetze Erde, ersetze Erde. Ja, also wenn wir jetzt alle Zwerge hätten, dann wäre das okay. Dann könnten wir einfach irgendwo den ganzen Wald wegmachen. Aber so mit dem einen kleinen Zwerg ist das ganz schön viel Arbeit. Das Terrakotta-Zeug wäre schick. Weil das bringt ja wenigstens noch Komfort, aber... So, 2 Zwerge sind wach. Leben niedrig, was? Soll schlafen gehen, verdammt. Hier. Hier. Und da. Du. Du. Ich kann dich nicht steuern. Geh schlafen. Die sind echt komisch manchmal, die Zwerge. Oh, neues Rezept. Tee. Tee belebt die Zwerge und sie bewegen sich schneller. Braucht Küche. Und ganz viel Zeug. Wir sollten eigentlich alles an Dreck einfach weggraben, nur um die ganzen Rezepte zu bekommen. Oh, Fackeln. Fackeln sind auch noch wichtig. Da und da. Da und da. Sagen wir mal da und da und
da und da und da. Stimmt, da dürfte eigentlich auch kein Efeu mehr wachsen. Also wenn Licht da ist. Aber hier war eine Fackel und da ist was gewachsen. Naja, oh, neues Buch. Die Schmiede. Sehr schön. Eisenerz, Wasser. Haben wir das Zeug alles? Schmiede. Nö. Eisen, Kohle und Wasser fehlt. Das heißt, wir brauchen erstmal noch einen Eimer für das Wasser. Oh, Steinwall. Bringst du Komfort? Nö, aber Haltbarkeit 9. Ein starker Wall gegen die gefährliche Außenwelt. Jo. Die ist wirklich gefährlich. Wir haben hier einen ganzen Trupp Goblins um uns rum. Oh ja, Eisen und Kohle. Hier wäre Kohle. Hehe. Ja, okay, die Kohle nehmen wir ganz kurz da raus. Mach's dann aber auch gleich wieder zu. Weil ich will nicht gegen Schatten und Grillen und was weiß ich kämpfen. Es muss nur erstmal alles rausgenommen werden. Komm, komm. Oh, da ist noch mehr Kohle, warte. Das kann auch mal weg. So. Jetzt kann das zu. Und zu. Das hier unten kann ich auch noch... So, weg. Das kann zu. Das kann zu. Ja, da kommst du jetzt nicht mehr hoch, ne? Bitteschön. Ich bin ein Zwerg, ich schaff das. Ja, und schafft er auch, sehr gut. Also das hier bitte zumachen, das da weg. Und hier war doch irgendwo noch Eisen, oder? Ja, hier war Eisen. Wir müssen nur das zumachen. Das abbauen, das abbauen. Das dann abbauen, wenn das dazu ist. Und dann gucken wir weiter. Portal. Kommen wir da jetzt noch ran? So schräg? Müssen wir mal gucken. Ja, jetzt können erstmal wieder neue Scaffoldings rauf. So, 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 so. Du wirst angegriffen. Oh oh. So, da musst du... Oh, was, 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 was? Jungs. Achso. Ja, venezianischer Stuck. Sehr schön. Ihr solltet hier gar nicht runtergehen, Jungs. Ah ja, muss alles eingesammelt werden und so. Da bitte Dreck auffüllen. Da bitte Eisen abbauen. Der fällt gleich wieder runter. Da bitte zumachen. Mach da unten einfach ein Portal auf, was soll's. Eigentlich wollte ich nur das Eisen hier haben. Aber wir müssten jetzt genug haben für die Schmiede, richtig? Außer das Wasser. Ein Fass war Nägel und Bretter. Aber ich habe keine Ahnung, welche Reihenfolge. Also werden wir erstmal auf gut Glück Rezepte suchen müssen. So, da noch einen Dreck hin und das abbauen, bitte. Da sind noch mehr Grillen. Ja. Komm, komm, raus das. Ihr seid doof. Ich brauche unbedingt eine... Wow. Achso, das ist das Zeug von den ertrunkenen Zwergen. Was ich unbedingt brauche, sind die Schilder, wo die Leute nicht hingehen dürfen. Wir haben 2 Gold. Das kaufen wir uns mal von 2 Gold. Eine Steinaxt. Nee, du, lass mal. Ah, es gibt so tolle Sachen. Aber ja, genau, was wollte ich gerade kaufen? Die Schmiede? Nein, ein Eimer. Kann man hier einen Eimer kaufen? Dann kriegen wir vielleicht auch das Rezept dafür. Nee, aber das Schild. Achtung, Zwerge. Ja. Oder so ähnlich. Holen wir das Ding ab und dann kriegen wir das Rezept hoffentlich. Go, go, go. Und es wird dunkel, also noch mehr beeilen. Und wo läufst du jetzt schon wieder hin? Du? Stopp, einfach Geschwindigkeit. Du machst nichts. Was? Ah, da unten machst du nichts. Sammelst Gold ein.
Okay. Portal. Aber da kommst du doch so gar nicht hin. Du Zwerg. Hey. Also ja, mir wurde gesagt, wenn man auf den Zwerg raufklickt, dann sieht man unten immer, wo er hingehen will. Und wenn man da raufklickt, wird es angezeigt. Aber er kann da nicht hin. Jedenfalls nicht so, wie er gerade läuft. Na gut. Er wird schon wissen, was er tut. Oder auch nicht. Wir haben jetzt das Schild hoffentlich. Da. Okay, also wenn man Sachen im Shop kauft, wird nicht angezeigt, was man braucht. Ich glaube, das war Holz und Knochen oder Schleim oder so. Oh, das werde ich so nicht rausbekommen. Ärgerlich. Ich hoffe mal, ich kann jetzt trotzdem das Rezept bekommen. Wenn nicht, wäre es ja ganz schön doof, Sachen im Shop zu kaufen. Weil man sich dadurch quasi das Rezept verbaut. Und wer trinkt ja schon wieder? Du Zwerg. Geh mal da rein. Geh mal da rein, dann kannst du schneller sein, wo du hin willst. Ich weiß, wo du hin willst. Du willst jetzt nicht mehr da unten hin. Geh essen. Wo ist das Essen? Ich bin am Verhungern. Oh. Tisch ist leer. Gemischter Salat. So. Ganz viel gemischter Salat. So, du. Geh essen. Also, klappt doch. So, wir haben jetzt eins von diesen Monsterschildern. Das sollten wir auch nutzen. Wo sollen die Zwerge mal nicht hingehen? Die sollen mal nicht rausgehen vor die Tür. Das heißt, wenn sie sich bewegen, dann jetzt nur unterirdisch. Das heißt, alle Aufträge, die sie oben bekommen könnten, durch umliegende Sachen oder so, müssten sie jetzt eigentlich ignorieren, außer es ist ein Portal draußen, wie jetzt. Also die beiden Portale, die drei Portale müssten erst noch verschwinden. Aber danach dürften wir Ruhe haben, was das angeht. So, hier soll bitte zu. Das, ja komm, das Huhn kann sterben. Die Sachen können abgebaut werden. Wir könnten wieder mehr Licht gebrauchen. Das waren fünf Felder, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Da muss das hin. Das geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist das nächste. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist das nächste. Und da sind die komischen Grillen. Also machen wir da unten noch einen hin und da noch einen hin. Überall schön Licht verteilen. Aha, bring das Hühnchen um. Das bringt Essen und Federn für Bögen und was weiß ich. Und Erfahrungspunkte. Nicht viel, aber ein paar. So, du bist am Schlafen. Portal Nummer 1 ist weg. Portal Nummer 2 ist weg. Das heißt, dieses Efeu-Dingens hier müsste jetzt ignoriert werden. Gemischter Salat, ich kann das nicht mehr sehen. Ja, tut mir leid. Gegrilltes Fleisch könnte man machen, stimmt. So, so, so. You need to build a Küche to craft that item. Küche. Feuerstelle könnte ich anbieten. Kessel. Kessel können wir machen. 1, 2, 3. Kessel. Feuerstelle braucht Kohle. Holz ist wirklich sehr knapp. Wir wollten eigentlich noch ein paar mehr Betten bauen. Aber gut, muss warten. Du da. Küche. So, Bildküche da. Direkt neben der Werkbank und dem Tisch. Und wow, das war voll mit Salat gewesen. Das ist jetzt alles weg. Was zur Hölle? Okay. Wir haben wieder zwei Münzen, aber es muss warten. Genau, Küche dahin. Jetzt das Fleisch. Fleisch, Blätter, Kohle. Drei Stück Fleisch. Also, wenn es gleich fertig gekocht ist. Und irgendwo war hier noch so ein Zettel. Ah, da. Ein rotes Banner. Komfort 12. Das ist eine Menge. Aber an Stoff ranzukommen und Garn, was weiß ich, das haben wir alles noch nicht an Rezepten, glaube ich. Oder haben wir Garn? Nö.
Wir haben weder Garn noch Stoff. Okay, aber das kriegen wir schon zusammen. Das ist ja schön am Sandbox. Wir müssen eigentlich nur vor uns hinspielen und wir kriegen nach und nach alle Rezepte. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr merken sollen vom normalen Spiel. Oh, ein neuer Zwerg. Oder ein alter Zwerg, weil der gestorben war. So, Fackeln sind alle da. Dann grab mal bitte hier weiter. In der Hoffnung, dass wir irgendwo auf Eisen stoßen oder Kohle. Oder einfach nur irgendwelche tollen Rezepte. Aber wie war das? Rechte Maustaste gedrückt halten? Jo. So, bitteschön, Zwerge. Habt ihr gut was zu tun? Dum, 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 dum. Ah, die geben auch gute Erfahrungspunkte, aber wir haben halt noch nicht genug Waffen. Aber dafür brauchen wir erst die Schmiede. Dafür brauchen wir Kohle und dafür brauchen wir Wasser. Und für das Wasser brauchen wir den Eimer und für den Eimer brauchen wir die Nägel. Und Nägel müsste ich machen, warte. Die wollen, glaube ich, einfach nur so. So. Ah, so. Neues Rezept, Nägel. Richtig? Richtig. Ah. Also ja, Nägel und Bretter war in irgendeiner Kombination war dann der Eimer. Probier mal ganz kurz. So. Vielleicht Holz? Nee. Wie gesagt, noch ein Rezept, das wir finden müssen. Aber das passt schon. Solange unsere Zwerge überleben und immer mehr werden, können wir selbst mit schlechter Ausrüstung dann die Wellen bekämpfen. Zumal die Wellen ja spawnen und dann wieder am nächsten Tag despawnen. Auch wenn die jetzt hier ganz schnell durchkommen, ne? Die laufen einfach hier rum, darüber und sind sie drin. Das sollten wir vielleicht mal ändern. Mach mal bitte da ein Portal. Mach das Efeu weg. So, mach da Dirt hin. Mach da Dirt hin. Ignoriere das Wildschwein. Mach das auch zurück. Na komm, Jungs. Zweifachmodus. Dirt, 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 dirt. Aha. Und dann bitte einmal hier vordere Erde setzen. Baustein. Baustein. Was zur Hölle, das arme Schwein? Vergaß dich. Ich dachte, das wird irgendwie zur Seite gedrückt oder so. Na gut, aber haben wir es jetzt hier wenigstens etwas sicherer. Das da sollten wir auch noch ersetzen, aber wir haben keine Steine mehr. Das sollten wir nächste Folge angehen. Steine und Holz besorgen. Aber jetzt erstmal eine kleine Pause. Also bis gleich.